So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Es ist Dienstag und wenn wir ein Gewinnspiel machen, dann machen wir die immer am Dienstag, damit genügend Zeit ist bis zum Montag bei Chill mit Ramses beim Livestream, dass wir das immer verlosen, was am Dienstag im Gewinnspiel angepriesen wird. Jetzt habe ich aber ein Problem. Am Wochenende ist das GoFest. Ich möchte was verlosen, was man eigentlich fürs GoFest nutzen soll. Wenn ich jetzt aber das Video hier mache und lass das eine Woche laufen und verlos das dann am Montag, dann ist das ja nach dem GoFest. Versteht ihr? Dann könnt ihr es ja gar nicht mehr fürs GoFest nutzen, wenn die Verlosung erst nach dem GoFest stattfindet. Also muss ich die Tradition brechen, von wegen Dienstag kommt Gewinnspiel und Montag wird aufgelöst, dass eine Woche Zeit ist. Diesmal müsst ihr also fix sein. Denn diesmal kommt am Dienstag das Gewinnspiel und am Freitag wird aufgelöst. Ich habe am... Also ausgelost, aufgelöst, alles in einem. Ich habe am Freitag eigentlich nicht großartig was vor. Gut, da wird wahrscheinlich Raider Mittwoch am Donnerstag am Freitag kommen, 15 Uhr. Dann gibt es eigentlich eine Premiere, 20 Uhr. Aber ich werde wohl 20.30 Uhr ganz kurz live die Auslosung, die Verlosung, die Auflösung streamen. Das nochmal für euch jetzt zuhören, ja. Das Gewinnspiel läuft jetzt ab Dienstag 15 Uhr bis Freitag 20.30 Uhr. In der Zeit könnt ihr mitmachen und da habt ihr Zeit, wenn ihr dann gewinnt. Abends kriegt ihr direkt noch euren Preis, sodass ihr den am Samstag oder Sonntag nutzen könnt. Was gibt es jetzt aber überhaupt zu gewinnen? Ich hatte letztens Geburtstag und der Timo war so nett. Der hat mir 2 Google Play Karten geschenkt im Wert von jeweils 5 Euro. Jetzt habe ich dafür an sich eigentlich aber gar keine Verwendung. Ich habe immer, wenn ich bei Google Play irgendwas aufladen wollte, ich habe mir immer das größte Paket geholt. Das war für mich immer das Beste. Wenn ich jetzt also nur 5 Euro habe, dann könnte ich ja nur für 5 Euro was kaufen und ein kleines Paket würde ich mir nicht holen, habe ich nicht gemacht. Irgendwann bin ich aber umgestiegen, weil beim Google Play, sagen wir mal, das größte Paket 110 Euro gekostet hat auf Apple im Apple Store. Also im App Store, hat das größte Paket 10 Euro weniger gekostet, statt 110 nur 99 Euro. Ich habe also sonst immer zum Geburtstag mir Google Play gewünscht oder zu Weihnachten oder zu allem anderen, habe immer alles über Android aufgeladen. Als ich dann aber zum iPhone gewechselt bin, als Pokémon-Handy, als Aufnahme-Handy, habe ich mir immer App Store-Guthaben gewünscht, weil du dadurch eben gespart hast. Mittlerweile, weiß ich gar nicht mehr, ist das, glaube ich, egal. Mittlerweile ist beides gleich teuer oder so. Vielleicht ist es auch immer noch günstiger. Ich habe da einfach jetzt keinen Durchblick. Mir würde es jetzt in dem Moment nichts bringen. Wenn ich 10 Euro bei Google auflade, könnte ich halt mir ein kleines Paket Coins holen. Habe dann aber gedacht, ich verlose das einfach. Kurz vorm GoFest. Werde ich das verlosen? Es gibt Spieler, die haben vielleicht noch nie irgendwas aufgeladen. Wenn die aber 5 Euro Guthaben kriegen und würden 5 Euro fürs GoFest investieren, können die ein kleines Paket Coins aufladen und können sich dann vielleicht ein paar Brutmaschinen holen fürs GoFest oder ein paar Raid-Pässe oder ein paar Glückseier, Sternstücke, was auch immer. Jetzt habe ich ja nur 2 Google Play-Karten und dachte mir, das ist aber irgendwie mickrig. Denn wenn wir bisher was verlost haben, haben wir immer geguckt, dass wir 5 Sachen verlosen. Wir haben schon ganze Pokémon-Accounts verlost, wir haben regionale verlost, 5 Stück, wir haben Shinies verlost, 5 Stück, wir haben alles Mögliche verlost. Gerade in Vorbereitung zum GoFest haben wir sogar schon GoFest-Tickets verlost im Wert von 15 Euro an, glaube ich, 3 Leute. 3 Leute konnten GoFest-Tickets gewinnen, sind rausgegangen, das war auch schon krass. Wir haben jetzt ganz frisch gestern ausgelost, wer das GoFest-T-Shirt gewinnt im Wert von 40 Euro. Gab es ein GoFest-T-Shirt 23. Das hat Lennart gestern gewonnen, das habe ich heute zur Post gebracht. Und jetzt einfach noch ein Gewinnspiel vor Freitag, vor dem Wochenende mit Google Play-Guthaben, dass ihr da vielleicht euch was aufladen könnt. Und ich werde nochmal losgehen, werde nochmal 3 Karten besorgen, sodass es nicht nur 2 Gewinner geben wird, es wird insgesamt 5 Gewinner geben. 5 Leute können 5 Euro gewinnen. Wenn der Fall eintritt, dass einer zweimal gezogen wird, dann addiert sich das natürlich. Kann also auch sein, dass das Erdnuss 5-mal gezogen wird und hat dann insgesamt also 25 Euro bekommen.
Wenn er nur dreimal gezogen wird, hat er nur 15 Euro bekommen. Wenn er nur einmal gezogen wird, hat er nur 5 Euro bekommen. Die Regeln sind leider so, weil wir haben bisher in allen Gewinnspielen das so gemacht, gerade auch wenn es Shinies gab oder sonst was, wurde immer gefragt. Die meisten haben dann gesagt, mir reicht eins, los ruhig weiter. Aber ihr hattet natürlich das Recht, wenn ihr zweimal gewinnt, dass ihr auch zweimal das mitnehmen dürft. Da hat sich das Erdnuss sehr unbeliebt gemacht, aber ich sag's nochmal dazu, es ist sein gutes Recht. Zwei Karten habe ich jetzt vom Tino bekommen, vom Timo. Zwei Karten habe ich vom Timo bekommen. Ich werde nochmal 3 Stück holen und am Freitag 20.30 Uhr im Livestream werden wir dann 5-mal Google Play Guthaben verlosen an euch. Ihr müsst beim Livestream live anwesend sein direkt, dass wenn ihr gezogen werdet, ihr gleich sagen könnt, ja, hier, ich bin's. Das ist nämlich ganz wichtig, dass ihr direkt nach dem Livestream oder noch während des Livestreams mit mir dann kommuniziert, wo ihr euch meldet, damit ihr mir dann vielleicht da schreibt auf Facebook, auf Telegram, auf Instagram oder wie auch immer, dass ich euch direkt im Anschluss an den Livestream den Code schicken kann. Ihr braucht ja den Code, den ich freirubbeln muss zum Aufladen, dass ihr am Freitagabend noch euer Guthaben aufladet, dass ihr das Samstag, Sonntag nutzen könnt. Bringt nichts, wenn ich Freitag einen ziehe, der am Montag erst das sieht, dass er gezogen wurde und dann schreibt, ey, ich habe doch hier das Guthaben gewonnen, gib mal her. Dann ist ja schon alles vorbei. Also seid am Freitag 20.30 Uhr da. 20 Uhr gibt es eine Premiere mit Hannes. Die läuft aber nur, glaube ich, 10 Minuten. Und 20.30 Uhr gibt es dann eben die Auslosung. Diese Woche ist auf jeden Fall sehr speziell. Auch Mittwoch, Donnerstag gibt es da ja Proto-Raids. Mittwoch mit Kyogre, Donnerstag mit Groudon. Das ist auf jeden Fall die GoFest-Woche. Was müsst ihr jetzt aber tun, um mitzumachen? Das hat sich jetzt ein bisschen gezogen, aber ich möchte es schön ausführlich machen. Für mehr Watchtime. Nein, was müsst ihr tun, um mitzumachen? Ihr müsst natürlich dieses Video hier kommentieren. Es gibt wieder Punkte, die ihr erfüllen müsst. Schreibt die am besten wieder nummeriert untereinander für eine bessere Übersicht. Erstens, schreibt euren Ingame-Namen unter dieses Video in einem Kommentar. Zweitens, eine Frage, und zwar, was ist mein Lieblings-Pokémon? Denn ich möchte nicht, dass irgendwelche Randoms, die hier gerade zufällig da drauf stoßen, da abstauben, wie immer. Ich möchte, dass Leute, die schon ein bisschen den Kanal verfolgt haben in letzter Zeit, denen möchte ich was zurückgeben. Leute, die vielleicht sogar Mitglieder sind, also Würmer sind, denen möchte ich was zurückgeben. Und das ist an sich nicht schwer, denn mein Lieblings-Pokémon ziert gefühlt ja jedes Thumbnail, was wir haben auf dem Kanal. Wenn es um Pokémon Go geht, versuche ich das immer irgendwo einzubauen. Wenn ihr es nicht wisst, wenn ihr es wirklich nicht wisst, dann guckt halt euch die anderen Kommentare an und wenn ihr denkt, das ist es bestimmt, das kann sein, dann schreibt das halt von den anderen Kommentaren ab. Mein Lieblingslegendäres, habe ich immer gesagt, ist Groudon. Deswegen hat mir Hannes ja dieses Groudon-Kuscheltier mitgebracht. Was ist aber mein Lieblings-Pokémon allgemein? Hat sich irgendwie so eingebürgert. Das ist der zweite Punkt. Dritter Punkt. In welcher Stadt werdet ihr das GoFest spielen? Also ihr könnt da hinschreiben, wo ihr wohnt, wenn ihr da spielt und Bock drauf habt. Ihr könnt, wenn ihr bei euch nicht spielen könnt, aber vorhabt, woanders hinzufahren, weil ihr in eine größere Stadt fahren wollt, dafür das angeben, wenn ihr jemanden besucht. Würde mich persönlich halt interessieren, wie ihr das GoFest spielen werdet, wo ihr das GoFest spielen werdet. Manche treffen sich da in Gera, manche treffen sich da wieder in Hannover, manche treffen sich da in Dortmund und so weiter. Deswegen, wo werdet ihr das GoFest spielen? Das interessiert mich, das ist der dritte Punkt. Der vierte Punkt ist dann der Hashtag, genau. Und das ist dann schon alles. Hashtag GoFest 2023. Denkt dran, dass man alles zusammenschreiben muss, sonst ist es kein Hashtag. Und diesmal bitte nur das G von Go großschreiben und das F von Fest großschreiben. Und als kleinen Bonus schreibt das T von Fest auch noch groß. Das ist nämlich der Haken, den wir einbauen. Wir haben es schon immer gemacht, dass die Anfangsbuchstaben groß sind. Wir haben es mal gemacht, dass alles groß sein soll. Und jetzt, weil die meisten da nicht zuhören und alles klein schreiben, die haben dann nicht gewonnen. Die alles groß schreiben, haben nicht gewonnen. Deswegen schreibt das G von Go groß, schreibt das F von Fest groß und schreibt das T von Fest hinten auch groß. Das ist dann der Hashtag GoFest 2023. Also, erstens Username, also Ingame-Name bei Pokémon Go. Zweitens, was ist mein Lieblings-Pokémon?
Drittens, in welcher Stadt werdet ihr spielen oder wie werdet ihr spielen? Könnt ihr mir kurz sagen, was eure Pläne sind? Und viertens, der Hashtag für dieses Video. Und dann seid bitte am Freitag 20.30 Uhr. Seid am Freitag 20.30 Uhr dann bitte im Livestream dabei, wenn 5 Gewinner gezogen werden. 5 Euro ist nicht viel, ich weiß. Aber für Leute, die sonst nichts investieren und sich für 5 Euro ein paar Items noch zusätzlich holen können, ist das vielleicht trotzdem eine coole Sache. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Ich glaube, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Die 4 Punkte Hammer, die Zeit Hammer, den Tag Hammer. Diesmal also nicht Chill mit Ramses am Montag, 20 Uhr, sondern Verlosungsstream, Freitag, 20.30 Uhr. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ich muss jetzt nochmal los und muss da nochmal 3 Google Play Karten besorgen. Ciao.